Liebe Schwestern und Brüder, die Passion Jesu beginnt nicht erst mit der Festnahme Jesu. Die Passion beginnt weit vorher. Wir müssen uns den Faden des Johannesevangeliums in Erinnerung rufen, damit wir dieses Evangelium, das leider Gottes so grauenvoll zusammengestückelt ist, überhaupt verstehen können. Unmittelbar vorher im Kapitel 6, nach der großen Brotvermehrung und der Brot- und Eucharistierede, wo Jesus sich selber erklärt als Nahrung für alle, die zu ihm gehören wollen, damit sie leben können, verlassen ihn viele und ziehen nicht mehr mit ihm umher. Erster Abfall. Massenabfall. Der zweite folgt gleich darauf. Seine eigenen Verwandten sagen, na komm, jetzt zieh doch gefälligst nach Judäa hinauf zum Laubhüttenfest. Du kannst hier nicht immer im Versteck rumhängen. Zeig dich, mach dich offenbar. Und der Evangelist fügt an, denn auch sie glaubten nicht an ihn. Die eigene Verwandtschaft versucht, ihn ans Messer zu liefern. Der zweite Abfall. Und dann hier in der Öffentlichkeit, wo Jesus auftritt. Dieses Scheinwissen, ach ja, da kommt ja einer aus Nazareth. Es ist ein Scheinwissen, denn woher Jesus wirklich kommt, nämlich aus dem Herzen des Vaters, das wissen wir. Es ist geradezu erstaunlich und bewundernswert zugleich, mit welcher Souveränität Jesus hier durch diese Passionen geht. Ganz souverän. Und mit der Bemerkung, der Evangelist sehr wörtlich schreibt, es wagt niemand, die Hand an ihn zu legen. Er bleibt unberührt, obwohl sich die Situation immer mehr zuspitzt. Unterstreicht er diese Souveränität. Ob wir das von ihm lernen können und lernen sollen, bei aller Anfechtung, bei allem Massenabfall, den wir heute erleben, bei den vielen, die von ihm nichts mehr wissen wollen, seine Souveränität in der Passion zu entdecken und genau darin stark zu werden.